Wunderbar. Natürlich. Herzlichen Dank, Sir. Es war mir ein Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Und keine Sorge, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie sich für den Dreipack-Deal entschieden haben. Nein, nein, ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch, Sir. Auf Wiederhören. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hast du das gesehen? Ich habe ihm das Basisset verkauft, das Deluxe-Set und sogar das Classic-Set. Das letztere ist vollkommen nutzlos. Das muss gefeiert werden. Ein anderes Mal, Kumpel. Ich habe noch was zu erledigen. Damit meine ich was Wichtigeres. Lass mich dir wenigstens etwas geben. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn's was umsonst gibt, habe ich immer Zeit. Obwohl, ist es Gift? Wäre nicht das erste Mal, dass mir jemand Gift anbietet. Und wenn das so ist, dann... will ich's eher nicht. Nein, doch kein Gift. Für was hältst du mich? Hier, vielleicht wird das nochmal nützlich. Okay, danke, Mann. Wir sehen uns. Ich glaube, das ist physikalisch unmöglich. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man so aussehen. Nur eine Schachtel Krimskrams. Da hätten wir es. Einige seltene authentische Stücke aus der Welt der urbanen Subkultur. Der Legende nach sind sie von einer mysteriösen Aura durchzogen. Dann schauen wir uns den Müll mal genauer an. Diese Konsole ist so gut wie neu. Fortgeschrittene koreanische Technologie. Großer erzieherischer Wert. Aber wenn man einen Fehler macht, kriegt man einen Stromschlag. Aber Vorsicht, alle Fragen sind auf Koreanisch. Nach meinem ersten Mal spielen sah ich für 3 Tage aus wie der Indianer aus Einer Flug übers Kuckucksnest. Aber glaub mir, diese Schocks geben einem einen guten Start in den Tag. Sogar besser als Kaffee. Wenn ich was für einen guten Start in den Tag brauche, dann trinke ich Mercury Cola. Das ist eine Trophäe, die ich gewonnen habe, als ich einen Kerl, sein Name war übrigens 8-Ball, in einem Poolmatch in Wisconsin geschlagen habe. Oh, der Typ war heftig, sag ich dir. Das war zweifelsfrei die extremste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Wie ein Schachspiel, das Tage dauert. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass wir beide lebenslang aus Massachusetts verbannt wurden. Du sagtest, das Spiel war in Wisconsin. Es begann in Wisconsin, aber wir landeten am Ende in Massachusetts. Kannst dir ja vorstellen, was für unglaubliche Fähigkeiten das voraussetzt. Es gab Verrat, Schusswaffen, eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd auf einem Zug ohne Bremsen. Und in den letzten Sekunden des Spiels mussten wir eine Bombe auf dem Billardtisch entschärfen. Das ist echt was, woran man sich erinnert. Okay, Mann. Aber wenn du deine kleine Geschichte nicht mit etwas Papier belegen kannst, dann ist das einfach nur eine ganz normale Achterkugel. Jemals von Carrera gehört? Wenn das Streckenteil nicht zu Lewis und Clark gehört, brauchst du gar nicht weiterreden. Natürlich tut es das. Entdecker sein ist ein anstrengender Job. Hiermit haben sie gespielt, um die Eintönigkeit erträglich zu machen. Falsch. Carrera war bis 1846 nicht mal entdeckt. Das war in den alten Aztekenruinen. Versuch's weiter, Kleiner. Kann ich dir ein einmaliges Angebot für diese Lavalampe machen? Die Lava ist eine Mischung aus Krakatau und Vesuv. Geschüttelt, nicht gerührt. Sorry, davon habe ich hier schon 9. Das war's? Kein Ass mehr am Ärmel? Habe ich schon das Ticket erwähnt, mit dem man durch die ganze Stadt fahren kann? Sorry, aber das Einzige, das irgendwas wert ist, ist dieser Ring. Kannst du mir nicht was für die Lavalampe geben? Ich schätze, da könntest du schon was für kriegen. Und was ist mit der koreanischen Konsole? Dafür vielleicht ein bisschen? Vielleicht. Na dann, Problem gelöst. Etwas Kohle plus ein wenig Kohle ist gleich eine anständige Summe, oder? Es war's dran, Kleiner, aber denk mal drüber nach. Du sagtest, du brauchst eine Menge Geld und für den Ring kann ich dir mehr als eine Menge geben. Erzählst du mir gerade, dass ich mit diesem Schrott meine Zeit verschwendet habe? Siehste, du hast es gerade selber gesagt. Das ist Müll. Ich hab dir den Ball zugespielt, jetzt mach was draus. Verdammt, Hicks! Ich will mein scheiß Geld!
Und ich will es jetzt! Das ist zu krass. Ich kann den Ring nicht verkaufen. Was ist mit Matt? Er wäre am Boden zerstört. Er wird es niemals erfahren, du Idiot! Er weiß nicht mal, dass du ihn geklaut hast! Nein, das ist nicht richtig. Hör mal zu, Freundchen! Du verkaufst jetzt besser den Drecksring und bezahlst deine Schulden! Oder ich schwöre bei Lucifer, ich mach dir das Leben zur Hölle! Komm schon, Randall, hör nicht auf ihn. Du weißt genau, dass du mir das nicht antun kannst. Selbst du kennst Grenzen. Schnauze, du Weisheit! Die Erwachsenen unterhalten sich! Und wenn du es wagst, zwischen mich und meine Kohle zu kommen, spieß ich dich auf wie ein verdammtes Fleischbällchen! Oh, Himmel! Der Bastard hat eine Mistgabel und alles, was sie mir mitgegeben haben, war diese Harfe. Ich verlange ein Flammenschwert! Jetzt beruhigt euch, es gibt keinen Grund zu streiten. Ich werde dich aufspießen und über kleiner Flamme rösten, du dreckige Made. Verdammte Scheiße, der Wichser meint es ernst, Randall. Verkauf schon den verfickten Ring, ist schon okay, hat mich eh nur ein Dorito gekostet. Gib dem Scheißbastard sein verficktes Geld und der ganze Scheiß hört auf. Dann mach ich's. Bist du einer von diesen Leuten, die, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen müssen, kleine Schulterteufel und Engel sehen? Bingo! Und ich mach genau das, was der Engel gesagt hat. Ich verkaufe den Ring. Mir passiert dasselbe, seit ich Mercury Cola trinke. Aber ich sehe keine Engel. Nur Teufel. Kreaturen aus der Hölle, die mir sagen, ich soll Leuten wehtun und Sachen verbrennen. Aber keine Sorge, Mann. Ich habe gelernt, sie zu ignorieren. Also zurück zum Geschäft, ja? Schön, dass du es dir überlegt hast, Junge. Hast du den Ring dabei? Hier, die Kiste kannst du auch behalten. Na, vielen Dank. Weißt du, es ist seltsam. Ich weiß nicht, was so besonders an dem Ring sein soll. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich so wert ist, aber ich würde eine obszöne Summe Geld dafür zahlen. Dann los, was hält dich auf? Bitteschön. Wow, jederzeit, Alter. Wenn ich noch so einen finde, weiß ich, an wen ich mich wende. Es gibt nur einen kleinen. Nur ein. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob du nur mitten in einer Mercury-Cola-induzierten Halluzination bist. Ich werde einfach mal mit meinem riesigen Bündel Geld abhauen und, naja, wir sehen uns. Okay? Das war ein ganz normaler, lausiger Tag. Und aus dem Nichts taucht das Glück auf und gibt mir einen Zungenkuss, während es mich befummelt. Wem soll ich dieses Bündel zuerst um die Ohren hauen? Marconi? Emerson? Meinem Kindergärtner, der mir sagte, ich würde es zu nichts bringen? Donald Trump hier. Ich bin auf direktem Weg zu einer Privatparty bei Hefner zu Hause, also fassen Sie sich kurz. Randall? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Sally, was ist los? Randall! Es ist Matt! Matt ist... Oh mein Gott! Sally, komm schon! Du machst mir Angst! Was ist passiert? Du musst zu Matt nach Hause kommen! Jetzt! Was ist los? Hat ihm jemand seine Brieftasche geklaut oder sowas? Randall! Ich will das nicht am Telefon erzählen! Aber was hat Matt? Was hat er gemacht? Matt hat... Oh Gott! Ich brauch dich sofort hier! Was? Sally, du kannst dich einfach auflegen! Verdammt! Ich muss zu Matt und rausfinden, was hier los ist, auch wenn es sicher enttäuschend ist. Genau wie 3D-Filme. Für eine Party. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich komme so nicht zu Matts Wohnung. Alles ist abgesperrt. Morgen. Wie läuft das Geschäft? Läuft. Gerade scheint es etwas mehr zu werden. Schön für dich.
Irgendeine Idee, was hier passiert ist? Nö, aber wen interessiert's? Ist eh immer dasselbe. Raub, Schießereien, Rosasierung, Zeitbomben. Alter, wovon zum Geier redest du da? Oder ein riesiger Marshmallow-Mann? Mein bester Freund wohnt in dem Haus da. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber er könnte Ärger haben. Ich bin mir nicht sicher. Oh, na dann viel Glück, Junge. Sachen wie die gehen meistens nicht gut aus. Noch weniger als das Essen meiner Frau. Danke für die Warnung. Nein, du verstehst nicht. Die werden dich erstens nicht reinlassen und zweitens willst du das da drin auch gar nicht sehen. Glaub mir. Wenn du es sagst. Das sind meine Lieblingssagas. Okay, du bist cool. Keine Ahnung, was du meinst. Oh, komm schon. Bring mich nicht dazu, mir Orangenschalen zwischen die Zähne zu stecken und dich fertig zu machen, bis du alle deine Sünden gestehst. Okay, erwischt. Ich liebe einfach gute Filme, die mindestens 15 Jahre alt sind. Gibt's denn noch andere? Du sagst es. Okay, da du noch nicht nachgefragt hast, mach ich mal. Ein Hotdog mit allem, bitte. Danke. Gern, aber leider ist das nicht möglich. Mein Gas ist alle und ich brauche eine neue Flasche für den Kocher. Hast du keinen Ersatz? Wenn es so wäre, wär's mit dem Hotdog auch kein Problem, oder? Ich weiß nicht. Die Wege menschlicher Dummheit sind unergründlich. Amen. Warum holst du dir nicht einfach eine neue Flasche? Wenn das mal ginge. Aber ich kann den würstchenfressenden Kopf da nicht aus den Augen lassen. Der allein bringt meine Kinder durchs College. Verstehe. Aber weißt du, wenn du nichts zu verkaufen hast, wie willst du ihm dann was verkaufen? Ach, du verstehst nicht, Junge. Der Kopf da ist heiß begehrt bei jedem Bastard der Hotdog-Gilde. Wenn ich auch nur eine Sekunde nicht aufpasse, stürzt sich Abe Froman, der Wurstkönig von Chicago, direkt auf ihn. Okay, naja, ich hab ja keine Ahnung, aber ist hier rumstehen, ohne was zu verkaufen, nicht echt schlecht fürs Geschäft? Ja, wenn du das so sagst, klingt es echt blöd. Ich würde sagen, du brauchst sofort eine neue Gasflasche. Glaub mir, ich kann Marys Magen bis hierher hören. Hey, Sekunde. Hat Froman dich geschickt? Der will mir mein Monopol auf diese Pac-Man-artige Fressmaschine wegnehmen, was? Nur über meine Leiche. Wenn ich so deine Filmvorlieben bedenke, würde ich jetzt mal sagen, wir kamen, wir sahen, wir haben ihn in den Arsch getreten. Wohlgesprochen, Freund. Jetzt kann ich dir vertrauen. Er hat mich vollgeschleimt. Wäre auch noch akzeptabel gewesen. Okay, jetzt wo wir Freunde sind, kann ich bitte einen Hotdog haben? Tut mir leid, ich habe immer noch dieses kleine Gasproblem. Aber jetzt wo wir Freunde sind, kann ich dir die Mission anvertrauen, eine neue Flasche zu besorgen. Eine gefährliche, von Mysterien durchzogene Queste. Oh, jetzt wo wir Freunde sind, darf ich die Drecksarbeit für dich machen. Schon klar. Ganz genau. Sag mir einfach, wo es hingeht, damit wir es hinter uns bringen können. Alter. Kennst du Mels Pfandleihe? Klar, der gute alte Mel. Jetzt weiß ich auch, was du mit gefährliche Queste meintest. Aber warum zur Hölle kaufst du denn Gas beim Pfandleiher? Naja, Mel macht gute Preise und bietet einen schnellen, effizienten und sehr persönlichen Service. Oh, verstehe. Geklautes Gas, hm? Vielleicht. Okay, kein Problem. Hab gerade erst Geschäfte mit ihm gemacht. Gib mir eine Minute. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, was hier passiert ist? Sekunde eben, Marianne. Ich will kein Flyer. Hauen Sie ab. Was? Nein, warten Sie. Was? Was wollen Sie? Wissen Sie, was hier passiert ist? Moment mal. Sie sind Matthews Freund, der Kleptomantiker. Kleptomantiker? Echt jetzt? Egal, ja, das bin ich. Nun, ich bin seine Nachbarin. Und ich muss sagen, was Sie da auf dem Dach während Ihrer Weihnachtsfeier gemacht haben, gefiel mir gar nicht. Hören Sie mal, ich habe mich bereits beim Bürgermeister, dem Polizeichef und dem Tierschutzverein entschuldigt. Ich habe sogar eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, um mich in aller Öffentlichkeit zu entschuldigen. Mein Sohn hat alles gesehen. Und glauben Sie mir, das hat einige schlimme seelische Schäden verursacht. Oh, shit. Ich
weiß nicht, was Matthew dieses Mal angerichtet hat, aber es muss ernst sein. Sie lassen nämlich niemanden mehr in das Gebäude. Und jetzt verschwinden Sie! Oh, was für ein niedlicher kleiner Junge. Du bist hässlich. Also, das ist etwas subjektiv, meinst du nicht? Ich glaubte schon immer daran, dass wahre Schönheit... Du riechst nach Pippi und Popo, bleh. Auch diesmal, Kleiner. Das ist deine Meinung. Die respektiere ich. Aber der Punkt ist, du solltest einfach... Schnauze, du Schwein! Du bist hässlich und blöd. Sprich nicht mit Fremden, Schatz. Wer weiß, was für schmutzige Sachen die reden. Du hast deine Mutter gehört, du kleiner Mesker. Ignorier mich einfach. Du stinkst. Entschuldigung. Ich würde gerne da ins Gebäude, wenn ich darf. Sehe ich aus wie jemand vom CSI? Sprechen Sie mit dem Cop da drüben. Entschuldige mal, kann ich dich mal kurz sprechen? Hat gerade Kundschaft. Ich komme gleich zu dir. Schon okay, ich wollte eh nur... Er sagte gerade, du sollst warten. Pass auf, dass er es nicht nochmal sagen muss. Weil sonst sag ich's dir nochmal. Oh, keine Sorge, nicht nötig. Du kannst also den Deal mit dem Riff klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Soll ich da meine Finger reinstecken? Ich sollte allerdings los, wenn ich's noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Oh, passt perfekt. Passt scheinbar. Ziehen wir das Ding auf. Du kannst also den Deal mit dem Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Okay, es ist Zeit. Die Lieferung kommt bald an. Ich gehe besser. Bis dann, Mel. Bewegt sich nicht. Hi, Mel. Hey, Randall? Randall, klar. Wie kann ich dir helfen? Hast du noch mehr Ringe für mich? Eigentlich bin ich dieses Mal für jemand anders hier. Okay, dann schieß mal los. Ich weiß den Namen von dem Typen eigentlich nicht. Ist dieser Hotdog-Verkäufer, den ich gerade erst kennengelernt habe. Aber du weißt ja, ich bin einfach ein guter Samariter. Aber egal, red weiter. Ja, also der Typ war hier, um eine neue Gasflasche zu kaufen. Aber wie sich rausstellte, war die, die du ihm verkauft hast, leer. Echt? Hast du eine Quittung? Klar habe ich die. Was denkst du denn, was ich für einer bin? Jemand, der Sachen verlangt, ohne überhaupt eine Quittung zu haben? Würde mich jetzt nicht überraschen. Hier, das ist sie. Okay, Mann. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich werde sie heute vorm Dichtmachen auffüllen. Du kannst die da neben der Uhr haben, die ist voll. Danke, das ist sehr freundlich. Ich lasse die leere Flasche einfach hier.